So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier in Malunas Villa, wo wir unseren Weg auf der Suche nach dem befreienden Schlüssel für Luna fortsetzen werden. Allerdings wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau, wo uns unser Weg jetzt hier hinführt. Hier hinführen kann. Okay, unser Weg führt uns also aktuell in ein Game Over rein. Beeindruckend. Ich muss allerdings zugestehen, dass ich das Ganze jetzt noch nicht so ganz begriffen hatte. Aber jetzt verstehe ich langsam, was hier mein Fehler war. Ich verstehe so langsam, was hier mein Fehler war. Ich muss, er sagt, die Plattform betätigen und dann zum Schalter zu gelangen. Aber das schaffe ich natürlich ja auch nicht ohne Probleme. Ach so, ich habe einen Rückweg aktiviert. Ich habe einen Weg aktiviert, wo ich nicht so genau weiß, was ich hier aktiviert habe. So ganz verstanden habe ich das jetzt nicht. Es gab bloß diesen einen Weg da oben. Aber er hat uns nicht mal ansatzweise irgendwo weitergeholfen. Habe ich vielleicht hier irgendetwas übersehen? Nein, ich habe bis jetzt nichts übersehen. Aber das kann eigentlich nicht sein, dass ich nichts übersehen habe. Irgendetwas stimmt hier nicht, was ich bisher gemacht habe.
Also irgendetwas ist hier noch nicht komplett richtig. Ne, irgendetwas ist hier noch nicht komplett richtig. Ne, irgendetwas haben wir ja noch übersehen. Ich weiß aber nicht genau was. Wir müssen ja, glaube ich, ja zur anderen Seite rüber. Fehlt doch noch irgendwas. Okay, wir haben den Rückweg noch nicht ohne Grund aktiviert. Ah, sieh mal eine an, es gab hier noch was. Das ergibt jetzt natürlich Sinn. Wir haben wirklich hier was übersehen. Es hätte mich aber auch gewundert, hätten wir hier nichts übersehen. Ein Geheimgang. Das verheißt jetzt wiederum wieder mal nichts Gutes. Das verheißt wieder mal nichts Gutes, dass wir in so einem Raum angekommen sind. Ach, Idiot. Wir müssen alle Fackeln hier anmachen. Es stellt sich aber bloß die Frage, wie viel Zeit haben wir dafür? Ah!
Okay, wir haben also quasi eine Art Lampengeist-Bossfight. Hey, das ist unfair. Sich außerhalb des Spielfelds zu begeben, ist regelwidrig. Also das war doch jetzt wirklich recht regelwidrig. Sich innerhalb einer Wand zu verstecken. Das war unfair! Das war total unfair jetzt gewesen! Oh, das war doch total unfair gewesen, sich innerhalb einer Wand zu verstecken als Geist. Oh. Das war doch jetzt da unfair. Uns fehlen gleich die Nahrungsmittel. Das ist doch unfair. Jetzt fehlen uns die Nahrungsmittel, die wir gegessen haben. Und wir hatten doch jetzt auch keine Möglichkeit gehabt. Oh, das ist doch total unfair.
Tja, irgendwann muss ich ja hier was treffen können. Allerdings. Wir haben zwar den Geist hier besiegt, aber ich weiß, er sagt nicht, inwiefern das uns jetzt weiterhelfen soll. Der Kronleuchter ist, er sagt, eine Etage tiefer. Wisst ihr, ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, was uns das jetzt hier helfen soll. Wir haben es jetzt geschafft, diesen Geist zu besiegen. Mit Mühe und Not. Aber was genau hat uns das jetzt gebracht? Oh, das hat uns das jetzt gebracht. Aber eine Frage bleibt hier immer noch. Wie kommen wir darauf? Ja, schön, die Spinnfäden. Wurden verbrannt, aber. Es existiert hier bloß ein Ausgang. Tja, schön und gut. Es existiert aber trotzdem hier immer nur noch ein Ausgang. Es existiert immer noch ein Ausgang. Wir können ja, sag, nicht zur anderen Treppenseite hin. Ja, die Treppe hier müsste sich schon drehen, damit wir weiterkommen. Tja, wie gesagt, die Treppe müsste sich schon drehen, aber... Müsste dann doch eigentlich im Nachhinein bedeuten, ich habe hier wieder irgendeine Kleinigkeit übersehen. Wir haben also hier den ganzen Weg auf uns genommen, um hierhin zu gelangen. Wir hatten hier die Tür gehabt. Und wir hatten den Bossfight, um erst die Spinnenweben zu eliminieren.
Okay, das Einzige, was jetzt vielleicht sein könnte, ist, er sagt, dass das Wächterhorn. Auf irgendetwas reagieren könnte. Okay, sehr interessant. Ich glaube, an der Stelle, bei diesem Wandgemälde, war hier jetzt eine Aufzeichnung dessen gewesen, wie man aus dem Labyrinth, naja, zu diesem Raum hier gelangen kann. Interessant. Aber auch wenn es jetzt einigermaßen interessant war, hilft uns das jetzt überhaupt nicht weiter. Nein, das hilft uns kein Stück weiter. Das Eulenlied, das bringt es nicht. Der Bossfight an sich war zwar jetzt recht nett gewesen. Doch irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, das war alles umsonst gewesen, weil ich sicherlich irgendwas wieder übersehen habe. Also irgendetwas muss ich hier übersehen haben. Oh, das habe ich übersehen. Aber ich wüsste eigentlich auch nicht, inwiefern uns das jetzt weiterhelfen kann. Es könnte natürlich auch sein, dass die Treppen untereinander verbunden sind. Und sollte dies der Fall sein, haben wir jetzt schon des Rätsels Lösung erhalten. Wir müssen da nochmal den Schalter wohl umlegen. Mehr wüsste ich auf jeden Fall jetzt nicht, was ich tun könnte. Wie schon gesagt, es muss hier einen Grund haben, weshalb es hier einen Verbindungsraum gibt. Es könnte zum einen sein, damit wir später hier wieder wegkommen können.
andererseits ist es so, wie es aussieht, wieder Zeitverschwendung. Wieder Zeitverschwendung. Es sei denn natürlich, wir haben hier noch irgendwas Unentdecktes. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Also ein Geheimgang oder so haben wir, wie es aussieht, hier nicht übersehen. Nee, der Raum hier ist einfach nur leer. Aber trotzdem, es muss hier irgendeinen Schalter geben, den wir nicht umgelegt haben. Ernsthaft, es muss hier irgendetwas geben, was wir übersehen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das jetzt reichen würde. Ich hätte jetzt hier keine andere Möglichkeit, weiterzukommen. Nein, die ganzen Mechanismen hatten ja bloß einen Zweck gehabt. Na, keine Ahnung. Obwohl, warte, das hier ist doch auch wieder mal verdächtig. Oder auch nicht. Komisch, das war doch auch wieder mal sehr verdächtig. Oder muss ich... Nein. Es gibt hier eigentlich überhaupt keinerlei Hinweise, ob... Wartet mal. Nö, es gibt hier keine Hinweise. Der Fisch an der Wand, der ist schon verdächtig, aber...
Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Ich wüsste jetzt eigentlich wirklich nicht, was hier noch zu machen wäre. Na toll, ein geheimer Schalter. Auf die Lösung hätte ich jetzt nun wirklich ziemlich lange drauf warten können. Ich habe ja noch nicht mal einen versteckten Schalter oder so da gesehen. Aber gut, dann können wir jetzt endlich mal sehen, was für eine Lösung uns das Rätsel hier jetzt aufgetischt hat. Auf die Idee muss man auch mal kommen. Eine geheime Treppe. Anders ausgedrückt, ein Geheimgang.